Also ich sag mal so, ich werde jetzt ja die Iris Davis kurz anspielen. Ich habe jetzt so viele Leben, die will ich nicht einfach wegschmeißen. Aber ich werde bestimmt schnell Game Over gehen. Was macht Libea da überhaupt? Wahrscheinlich hilft sie Pamela. Wahrscheinlich ist Pamela verletzt. Und wer haut da wieder mal ab? Oh, Wiley Augenbrauen. Ich hasse diese doofen Wiley Augenbrauen. Zum Glück ist das nicht meine Tochter. Also das ist Wileys Tochter, sieht man doch. Ja, das... da wird mich nicht mal wundern. Oh Mann, wie hier in diesem Spiel einfach jeder die Tochter von jedem ist. Ja, das ist echt komisch. Und diese Musik, die jetzt kommt, ist übrigens verdammt episch. Oh, ich liebe so die Musik. Na, meiner Meinung nach ein bisschen zu aufgeprotzt, als ob sie irgendwie eine Game-Musik sein könnte, aber gut ist sie auf alle Male, aber... Ja, deswegen finde ich, mag sie so, die ist so schön progressiv, diese Musik hier. Progressiv? Ja. Was heißt das? Progressiv heißt so viel wie, vielseitig, anspruchsvoll, ja, so ein bisschen ganz lustigen. Prunkvollen Film hier. So, egal, den Skelettkrieger lasse ich mal da leben. So. Den Köter her. Ja, dann voll in den Laser rein. So, ja, du kannst ja keine, oder besser gesagt, du darfst ja keine anderen Waffen verwenden. Na, dürfte ich schon, für ein paar kleine Stellen. Aber ich will jetzt einmal mit dem Köter machen, einmal. So. Oh, ist sogar möglich, gut. Natürlich ist es möglich. Boah, die Musik ist so übelst geil. Ja, kann man vergleichen wie mit mir und der Recht- und Link-Musik. Du findest diese Musik so geil und ich finde die von den Zwillingen so geil. Ja, haben wir schon unsere Lieblingslieder. Genau. Boah, das ist so episch, das Lied. Boah, diese Musik. Obwohl dieses Spiel echt einen epischen Soundtrack hat. Ja, definitiv. Also so, ich da habe ich mir schon oft gedacht, warum schaffen das die großen Konzerne nicht, so geile Musik zu machen. Also, nun gut, Nintendo hat schon viele gute Lieder, aber... Und Konami und keine Ahnung, wie die alle heißen, aber trotzdem. Sowas kommt niemand. Nein! Scheiße! Weil sie nicht hochgesprungen ist, richtig. Freut ihr, das gibt Hausarrest. Hättest du mir andere Klamotten gekauft zum Abenteuer bestreiten? Sind doch schöne Klamotten, was will die denn noch? Darauf kommt's ja an. Du ziehst ja auch nicht zum Wandern an Ballkleidern, oder? Wenn sie keine schönen Klamotten hätte, würde sie bestimmt rummeckern, dass sie keine schönen Klamotten hat, dass sie so doch nicht aus dem Haus gehen könnte. Ja, für die Verzogenen. Musst du sie eben zu den strengsten Eltern der Welt schicken? Der bin ich doch schon, der strenge Vater. Das war eventuell dumm. Nein, das ist zu schaffen. Moment. Ja, ich habe auch gesehen, wie es zu schaffen ist. Alles klar. Aber nun gut, eine Frau soll schon schick gekleidet sein. Das ist ja eigentlich das Unfaire an der Sache, beziehungsweise wo die Frau dem Mann total im Vorteil ist. Eine Frau hat sozusagen die Freiheit, alles tragen zu dürfen, was sie will. Der Mann nicht. Weil der Mann trägt eine Jeans, okay. Die Frau trägt eine Jeans, okay. Die Frau trägt einen Rock, okay. Der Mann... Also die Frau kann alles tragen, was sie will, egal ob kurz, egal ob luftig, was auch immer, und der Mann nicht. Also ja, da ist die Frau definitiv im Vorteil. Naja, aber warum? Egal. Ist doch scheißegal. Ich habe jetzt eh nicht so richtig zugehört, weil ich etwas verwirrt war durch die Aussagen. Ja. Das ist ja mein Ziel, dich zu verwirren. Simon hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ja, so. Ich trinke mal eben einen Schluck. So. Ja, klar. Das einzige Kleidungsstück, was mir jetzt einfällt, was eine Frau nicht tragen darf oder tragen sollte, keine Ahnung, ob sie es nicht wirklich darf, ist der Schottenrock.
So, ich lasse einmal kurz übrigens die Musik zu Ende laufen, bevor ich in den Bossraum gehe. Ja. Bam, bam, bam. Ah, diese Musik ist so episch, Punkt, Punkt, Punkt. Ich höre aber überhaupt nichts. So, und jetzt... Weil ich ja nur Zuschauer bin. Ja, okay, wenn du es als Video schaust, dann kriegst du die Musik später trotzdem zu. Oh, der war's, ja. Der fast Instant Death mit Kreisel. Ja, der ist nicht fast Instant Death, der ist Instant Death mit Kopiekreise. Deswegen mache ich ihn damit nicht, weil ich das nicht mag. Weil das lame ist. Genau. Weil das, ja, voll ins Auge, 1000 Stacheln. Du musst ja eine eisenharte Pupille haben. Wie kommst du jetzt auf eisenharte Pupille? Ja, ganz einfach. Wenn ich dir einen Stachel ins Auge stechen würde, würdest du blind werden. Aber der hält das aus wie nichts. Ja, ein paar Mal hält das aus, das stimmt, aber irgendwann ist auch Feierabend. Spätestens nach 28 Treffer ist Feierabend. Obwohl, vielleicht ist er schon blind. So wie der schießt auf jeden Fall. Naja, immerhin sehe ich bei ihm keine Pupille, ich sehe nur einen roten Fleck als Auge. Okay, dafür, dass er blind ist, hat er mich aber trotzdem noch getroffen. Das war Glück. Der hat einfach so quer durch die Gegend geschossen und durch Glück hat er dich getroffen. Kann man so sagen, ja. Ob sich Freude ja bezahlen stellen würde, wenn sie andere Klamotten tragen würde? Ist eine gute Frage. Da müsste ich doch als Onkel, also quasi als Bruder des Vaters da. Also, wie soll ich es am besten ausdrücken? Der Onkel ist ja auch jemand, der seiner Enkelin auch gern mal zu Weihnachten oder keine Ahnung wann etwas schenkt. Und da müsste ich ja eigentlich als Onkel ihr auch irgendwann mal Klamotten kaufen. Wenn sie sagt, oh Onkel, gehen wir einkaufen. Eigentlich ja. Ja. Ja, da hätte ich ihr mal... Oder sie schleimt sich bei dir ein und sagt, Onkel, ich hab dich so lieb und der Papa kommt mir lieber rein, kauf mir bitte was. Ja, das wirkt sowieso bei mir. Ja, weil ich bin sowieso einer, der fast nie Nein sagen kann, und wenn da sowas kommt, also ein kleines, keine Ahnung wie alt Freude ist, ein kleines Mädchen eben, macht große Augen und oh Onkel, kauf mir das und das, und obwohl ich dazu sagen muss, Freude wird mittlerweile schon was älter sein, die ist wahrscheinlich so zwischen 18 bis 20 wird sie sein. 16 bis 20 würde ich eher glauben. Ups, was hätte ich Mist gebaut? Ja. Obwohl... Und übrigens, der Vater ist 23, ich bin nämlich 23 zur Aufnahme dieses Videos gerade. Also klar, ich bin mit 3 Jahren Vater geworden. Wahrscheinlich. Ja, klar. Aber es gibt ja, also ich weiß, es ist ganz schön verrückt für unsere Zeit, aber es gibt ja so 7-jährige Mütter, was ich selber total krank finde, aber... Ja, das ist krank, das stimmt. So. Aber den Boss haben wir jetzt fast besiegt. Obwohl, dann bin ich als Onkel auch nicht gerade so alt im Vergleich zu Freude, weil ich bin 24. Ja, du bist der Onkel und 1 Jahr älter als der Vater. So, und jetzt tschüss. Typi. So, der Graf ist hinüber. Bam, so. Obwohl, Freude, da hast du dir jetzt was Schönes verdient. Ich gehe mit dir shoppen. Allerdings kaufe ich dir kein langes weißes Kleid. Vielleicht eine kürzere Version. Damit du wenigstens deine Beine anständig strecken kannst. Nicht wahr? Warum Beine? Was? Wie soll man das jetzt verstehen? Ich habe eher gemeint, dass sie besser springen kann, viel mehr. Ah, okay. Aber das kann man natürlich auch falsch verstehen. Okay, ich muss kurz cutten. Okay. So, und weiter geht's bei Rosenkreuzblätter, Freudenstachel, Sterblich-Mode, 2. Iris-Stage. Ja. So. Der Simon war gerade Kacken, nicht Katten. Ja.
Ja, natürlich, genau, ja. Ist klar. Obwohl, die Musik von dieser Stage finde ich auch richtig geil. Also die gefällt mir richtig gut. Und ich weiß, ich höre die Musik nicht, aber ich habe sie momentan im Kopf und ich weiß, wie sie geht. Also Leute. Okay, da kennt sie ja aus. Wofür ist das da unten überhaupt gewesen? Also, ich weiß diese nicht. Flamme da eingesperrt war. Vielleicht so als, ja, das würde passieren. Zum Spaß an der Freude. So. So, okay, runter mit dir, Freude, und abtauchen und hoch mit dir. Hoch, genau, danke. So, und jetzt mal kurz aufpassen. Ich glaube, ich hätte Freude lieber ein rotes Kleid kaufen sollen, weil die Flecken kriegst du nie wieder raus. Ja, das stimmt. Das sieht man ja auf dem Titandioxid. Genau. Oh, jetzt kommt wieder der Kenner. Was für der Kenner? Weil ich mich mit Farben nicht auskenne. Ach du Scheiße, leckt das hier gerade. Leck. Oh Gott, es leckt so Scheiße. Es leckt so Scheiße. Lasst mich mit dem Lecken in Ruhe. Oh nein, jetzt kommt gleich wieder ein Schrei. Ja, weil es so leckt. In irgendeinem Megapart war das, glaube ich. Ja, es kommt auch gleich. Weg hier. Freu. Ah! Freu. Ah! Du schreist wie eine Frau. Das war bestimmt. Das war bestimmt der Frauenschrei. Ah! Ja. Oder so. Wie ging das noch schneller? Ach so, ja, weiß ich schon wieder. Blaues Feuer. So, weg da. So, Platz machen. Für den Papa Simon, ganz genau. Der Papa. Papa so. Simon und Tochter Freude, ja. Genau. Und Mutter Wolf, nee, Onkel Wolf. Mutter Wolf, die kommt. Mutter Wolf. Oh Gott, hör auf, nein! Oh Gott, nein! Ah. Oh Gott! Ja, Leute, man merkt, dass es spät ist. 1.42 Uhr, um genau. Ja, 1.42 Uhr, um genauer zu sein. Da hast du jetzt. Mutter Wolf hat sich gerecht. Muhaha. Ja, toll. ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, bevor du das gesagt hast? Wenn ich das jetzt noch wusste. Ich weiß es nicht. Ah, nur weil du damit angekommen bist. Was wollte ich denn sagen? Oh, ich stehst auf dem Rad oben. So, ja. Achso. Ich habe kein Rad. Wie bist du bloß auf diesen Namen gekommen, Freude, ja? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist das nur ein Spitzname und sie heißt, welchen weiblichen Namen gibt es mit FR? Ich weiß es nicht. Oder nur F? Oh Gott, so. Ich hab grad keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Und frag mich nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin, weil die Frage kann ich nicht beantworten. Und nein, so. Googeln will ich das jetzt nicht, falls da jemand schreibt, ja, google es doch. Weil ich weiß, dass es solche Leute bestimmt irgendwo gibt. Ja, es gibt eine Menge auf der Welt. Die schreiben, google doch einfach. Und nein, auf das habe ich jetzt keine Lust. Weil ich muss hier ja den Simon oder den Simon, je nachdem, muss ich ja ordentlich zur Seite stehen. Mit Rat und Tat und Schadenfreude. Oder besser gegen mich stehen. Warum? Noch lache ich dich ja nicht aus. Noch. Du hast gesagt, noch. Ich lache dich nur an. Wow. Das war ziemlich knapp. Oh, Verhöhnung schlechthin. Sie so, haben schon Freude erst Arsch geschnuppert. So, passt schon. So, gut. Ja, Freude darf sowieso kein, an sich ranlassen, weil das gibt Ärger. Also ich sag mal ganz ehrlich, wer auch immer mein Schwiegersohn wird, der wird ernste Probleme mit mir haben als Schwiegervater. Und sowieso, sowas gibt es hier garantiert nicht mit einmal ficken und dann ist gut. Nee. Also ja. Wenn, da muss direkt geheiratet werden. Da bin ich als Vater ganz extrem. Sonst ja, und da muss der Onkel auch noch ein Auge drauf werfen, um zu gucken, ob das wirklich passt. Sonst gibt es nämlich Ehrenmord hier von mir aus, genau. Ehrenmord? Ist das überhaupt? Ja, das ist doch immer, wenn man, Ding, ach egal. Will ich jetzt nicht ins Detail gehen, das war jetzt sowieso nicht ganz ernst zu nehmen. So. Eigentlich ist gar nichts ernst zu nehmen, was wir sagen. Genau, so. Weil jetzt mal ganz im Ernst, die Leute, die das hören, ich glaube doch nicht, nein, ernst ist das,
mir das wirklich ernst, mehr meint, dass Freudia Simons Tochter ist. Doch, und doch, ist meine Tochter. Ich bin der Papa. Ja, das nehmen die, das kaufen dir die Leute zu 100% ab. Ja. Genau. Ich bin der Papa. So, was? Simon, wir wussten gar nicht, dass du eine Tochter hast. Ja, jetzt wissen wir es. Und der Nächste schreibt dann, wie bist du bloß auf den scheiß Namen gekommen? Hättest du sie lieber Sandra oder Melanie oder so genannt? Das sind hätte, ja dann die Oberklugen. Hätte, müsste, könnte. Simon hätte, wollte eben einen außergewöhnlichen Namen, nicht so einen 0815 Namen. Oh scheiße, Moment, mein Headset verrutscht. Wer sagt überhaupt, dass ich den Namen gegeben habe? Vielleicht war es ja auch die Mutter. Wer weiß. Die blind in der Dunkelkammer. Oh. Oh, wer wird auf damit? Kein Kommentar. Ich glaube, das ist das beste Kommentar, was man jetzt sagen kann. Ja. Bin ich tot. Ja. Wie in der Dunkelkammer.